Erstmal von Eritrea nach Sudan hingeflogen, mit dem Auto von Sudan zu Libya mit dem LKW, danach von Libya mit Toyota oder so, danach mit dem Schiff nach Italien. In den Winter ist es ein bisschen schwer zu schlafen. Manchmal, wenn es regnet, kommt Wasser von hinten. Es ist immer so ein Hin und Her. Sie probieren dann rüber nach England, dann klappt es nicht. Dann sind die 14 Tage danach wieder hier. Somit haben wir schon einige, die wir besser kennen als andere. Aber aus Prinzip stellen wir nie Fragen. Anders bei den Gemeindeverantwortlichen, an die stellt Herbert Meyer Fragen und von denen erwartet er auch Antworten. Es gibt genug Möglichkeiten, genug öffentliche Gebäude in unseren Gemeinden, die leer stehen, die man dazu nutzen könnte. Konkret denkt er an ein Pfarrhaus in Elsoth. Das könnte seiner Meinung nach genutzt werden. Zum Duschen, Ausruhen, Schlafen. Es brauche nur etwas politischen Willen. La volonté politique, pourquoi pas, mais il faut bien se rendre compte que ce bâtiment est actuellement inhabitable. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'électricité conforme. Je ne suis pas en capacité de pouvoir accepter que des personnes y prennent une douche ou y dorment. Je crois que c'est plus une problématique qu'on devra gérer avec la commune de Walkenrath et la Croix-Rouge peut-être, pour offrir une opportunité de douche quelque part. Unter einer Autobahnbrücke zu schlafen ist menschenunwürdig, findet auch der Bürgermeister von Timisoara. Gleichzeitig weiß er, dass die Suche nach politischen Lösungen langwierig sein kann, sodass die Hilfe der Freiwilligen weiterhin nötig sein wird. Ja, es ist difficult, but what can we do? We don't have any choice. Wenn dann mal einer oder eine, sind fast alles nur Jungs, wenn dann mal einer es geschafft hat, dann kommt ein SMS mit einem Foto zurück, dass er da ist. Das war dann Genugtuung. Die Genugtuung einer langfristigen Lösung für die Transitmigranten wird die Gruppe Solidaire à Migrants in naher Zukunft wohl nicht erfahren, sodass es nicht viel mehr als eine nasskalte Autobahnbrücke ist, die Flüchtlingen hier Unterschlupf bietet.